Das klingt schwierig, aber wenn das dein Wunsch ist, dann werde ich mein Möglichstes tun. Mehr kann ich nicht erwarten. Ihr wisst doch, wir Chorgeweihte, wir Hau draufs. Wir sind dafür da, dass der Rest von euch sich die Hände nicht so schmutzig machen muss. In allererster Linie gegen die Dämonen. Aber würdest du es selbst dann noch wollen, wenn ich feige aus der Schlacht fliehen würde? Wenn ich keine Hoffnung mehr sähe? Wir beide wissen, ihr würdet nicht fliehen. Überlebt, wenn ihr könnt, aber nicht um jeden Preis. Ihr müsst am Ende schon auch ihr sein. Ja, das ist richtig. Ich wäre nicht mehr ich selbst, wenn ich so handeln würde. Deswegen ist es ja auch ein selbstsüchtiger Wunsch. Werden Travia-Geweihte werden sollen. Ich bin sicher, sie schultern ihre ganz eigenen Bürden, die uns vielleicht völlig unvorstellbar und unbegreiflich sind. Ich glaube, es gibt keine Gottheit, der man einfach so und leichtfertig dient. Auch wenn ich mir wirklich nicht vorstellen kann, was das bei Travia sein sollte. Ja, ihr mögt recht haben, aber stellt es euch vor eurem geistigen Auge vor. Eure eigenen Kinder, eure größten Sorgen sind, dass auch morgen die Mahlzeiten auf den Tisch kommen. Es klingt doch zwar langweilig, aber schon irgendwie idyllisch. Ich denke, vor allem klingt das nicht nach uns. Ja. Es ist ein fast schon surreales Bild. Idyllisches, ja. Aber ich sehe uns nicht in diesem Bild. Meine Fantasie reicht wohl nicht aus. Ich möchte, dass du weißt, so schwer deine Entscheidung für mich ist, ich unterstütze sie. Ich verstehe, wie es ist, alles für eine Gottheit zu geben. Und so sehr man die Menschen lieben mag, es ist nichts im Vergleich zu der Liebe zu einer Gottheit. Ja, da habt ihr recht. Aber ich glaube, dass die Liebe zu den Menschen ist, was uns von den Dämonenanbetern unterscheidet. Dass diese Schritte, die wir hier tun, tu sie für Kor, aber ich tue sie auch für Abelmir, für Boltax, für euch. Weil ich weiß, er will ein Opfer. Damit vielleicht auch nur einer von euch wieder gehen kann. Und ich habe die Führung dieser ganzen Leute, die sich gegenseitig den Kopf einschlagen wollen, obwohl sie auf der gleichen Seite sind, indem mich jeden Tag mürbe macht und ja, mir ein bisschen die Freude am Leben kostet, auf mich genommen, damit nicht jemand anderes anführt, der vergisst, dass jedes Leben lebenswert ist. Ja, ich hoffe, dass ihr diese Einstellung auch am Ende noch haben werdet, wenn sie unsere Schiffe zerreißen werden.
Wenn diese kleinen Schiffe, die ihr da im Hafen seht, von Dämonen zerfetzt und von Piraten geplündert sind. Weil ich glaube an unseren Sieg. Doch ich glaube nicht, dass viele von uns ihn erleben werden. Es muss einen Mittelweg geben. Ja, dann lasst uns hoffen, dass unsere Opfer so groß sind, dass möglichst viele von ihnen weitergehen können. Und von den verrückten Alanfana und von der verrückten Rahanra-Geweihten erzählen können, die sich zuerst in die Schlacht stürzten. Ja, tun wir unser Bestes, damit sie leben können. Wir wollen nur nicht hoffen, dass Serpentilio der einzige von uns ist, der überlebt. Oh, Serpentilio wird sich nicht den Feind in den Rachen schmeißen. Das wäre nicht er. Aber ich denke trotzdem, dass er uns mit all seinen beträchtlichen Möglichkeiten unterstützen wird, bevor er das Weite sucht. Ich mache mir keine Sorgen. Er wird euch beistehen. Aber ich denke, wenn ihr fallt, dann wird auch er seinen Weg finden. Und Abelmir ist, was das angeht, wie die Ratten auf einem Schiff, nicht kaputt zu kriegen. Er hat dem Tod schon einmal ein Schnippchen geschlagen. Ja. Ich sehe es schon vor meinem geistigen Auge, wie wir heldenhaft untergehen und der Zufall Fexes Wimpernzug Abel mit mir retten wird. Er wird doch gut zu seinen Kindern von mir sprechen, oder? Natürlich. Er wird ihnen von deinen Heldentaten berichten. Das werde ich ihm nochmal einbläuen. Nicht, dass er es vergisst. Ah, Strastwutje! Zwerg! Wir haben Mischkinis! Komm ran! Bruder, komm ran! Ihr habt hier einen Zwerg! Kamerad! Oh. Das bin ich! Hallo! Da! Willst du Mischkinis? Wir haben gute Fers! Ja! Sehr gerne. Wie heißt du denn, junger Mann? Vadim. Ich bin Vadim. Vadim. Ja, oh, wir kommen jetzt auch wegen Helden und so. Wir haben gesagt, wir sammeln uns bei Miamat, weil da alle Helden und jetzt sind wir da. Da? Ja, da. Das ist gut. Da. Dann trinken wir doch erstmal ein Schlückchen, nicht wahr? Da. Hast du schon Neuestes gehört von Jadwige von Umbegarben? Oh, gutes Schiff. Aber ja, ich komm von Nagrahru. Wir haben Kontakt verloren, aber sie sind auf dem Weg, da. Sie können gar nicht sterben, ne? Nein. Ich glaube, sie haben ihr Ziel bereits erreicht. Norburg ist auch da. Ne? Norburg, ja. gute Transporte, da. Die Jadwige vom Humagaben. Weißt du, was sie machen sollten? Wir hatten ja eine besondere Mission, glaube ich. Da, richtiges Heldenschiff. Da. Nun, ich glaube, sie haben ihre Mission zur Zufriedenheit aller unserer Kräfte geschafft. Da, wir haben auf dem Weg große Seeschlange gesehen. So groß und schwarz und war richtig groß. Und das ist genau in diese Richtung geschwommen, da. Das kann ich mir vorstellen. Ja dann, das ist ein gutes Zeichen. Vadim, lass den Mann in Ruhe. Na, jetzt. Ich muss Dinge machen, ja? Ich muss packen. Roboter. Arbeit. Ja, so ist das auf den Schiffen. Naja, dann trink noch einen für mich mit und hier.
Da. Ich gebe ihm noch eine von meinen Autogrammkarten. Pass gut darauf auf. Die werden irgendwann mal viel wert. Strasshut hier. Ja. Baka, baka. Und dann geht's weiter. Vadim! Ja, kannst du dich dann wieder zu Serpentilio oder Abelmir stellen. Wobei Serpentilio sicherlich dann wieder unten im Alchemielabor genau. Wieder viel zu tun hat. Der ist vermutlich nicht da. Abelmir. Er ist tatsächlich bei Zulamin. Nee, dann. Zulamin ist mit Abelmir. Zulamin ist mit Rafim. Ja, dann später. Sorry. Abelmir. Ja. Erst hatte ich etwas Sorgen wegen diesem Herz. Aber ich glaube, im Nachgang ist es das Beste, was Rafim passieren konnte. Nun ja, das würde ich so nicht beschreiben. Er ist jetzt ein Auserwählter und jetzt wird er sterben. So viel ist sicher. Nun, das mit Sicherheit, aber... Nun, ich glaube, er war von Frustration und Zweifel geplagt nach... Nun ja, dieser Sache mit Diamantis. Ich glaube, es hat ihn auch nachträglich nicht losgelassen. Und jetzt zu sehen, dass sein Gott noch einen Plan für ihn hatte. Nun, ich glaube, es hilft ihm bei der Sinnsuche. Verstehst du, was ich meine? Ich denke schon. Ich hatte gehofft, Hoffnung, was für Narren. Aber ich weiß es nicht. Hm. Was meinst du? Was hattest du gehofft? Nun, dass er überlebt als einziger und diesen Splitter wegschafft. Nun, die Splitter. Wir haben die Truhe. Das dürfen wir nicht vergessen. Und ich glaube, Rafim ist einer der wenigen, der stark genug ist, diese Truhe auch zu tragen. Ja, wenn er stirbt. Wir können diese Truhe sonst niemandem anvertrauen. Nun, es gäbe durchaus Möglichkeiten. Wir wissen ja, wo sie später einmal hin soll. Das haben wir doch mit dem Hochkönig besprochen. Wir müssen uns aber perspektivisch darüber Gedanken machen, wie wir den Splitter in die Truhe kriegen. Und wie wir die Truhe dann vom Schiff kriegen. Ach. Und da hatte ich auf Rafim gehofft, aber ich weiß es nicht, ob er... Ich weiß es nicht, was die Götter mit ihm vorhaben. Nun, ich glaube, die Götter werden für uns alle ihre Pläne haben. Du bist durch die Zeit gesprungen und zurückgekommen. Und jetzt hat Rafim seinen besonderen Speer erhalten und einen riesigen Rochen als Freund. Ich glaube, jeder von uns, bevor das Ende naht, noch einmal deine oder ihre besondere Möglichkeit haben, mit den Göttern oder dem Gott oder der Entität oder was auch immer da ist, Rücksprache zu halten, seinen Sinn zu finden, warum er oder sie in die Schlacht zieht. Ja, aber nicht nur die Götter werfen einen Blick auf uns, auch die Niederhöhlen haben ein genaues Auge auf uns. Ich bin mir dessen bewusst. Ich habe immer noch diese Sanduhr. Heskate war auf diesem Schiff. Das ist beunruhigend. Wärt ihr stark genug, ihr Angebot abzulehnen? Ein friedlich zu sterben, weit weg von hier, im Kreise eurer Familie? Nun, das ist das Problem. Würde ich nicht sterben, nicht alles gegeben haben, könnte ich meine Familie, die hier sein wird, nicht beschützen. Ich werde heiraten. Und so Angrosch es will, werde ich Kinder bekommen. Noch vor der Schlacht. Und so muss ich alles geben, um sie zu beschützen. Wenn euch das Kette ein Angebot macht, dies alles ohne Mühe zu erreichen, alles, was ihr euch erträumt habt, euch erhofft, dann wird es trotzdem nicht meine Familie sein. Es wird eine Familie von mir sein, aber nicht meine. Ich glaube, mit diesem Angebot kann Heskatet mich nicht locken. Sie ist tückisch und er schätzt sie nicht.
Nun, das ist mir bewusst. Ich habe sie auch schon gesehen. Damals auf diesem Ölsee. In ihren beiden Formen. Mit zwei Gesichtern. Die junge und die alte. Und bevor das Ende naht, wird sie sicherlich noch einmal ihre Hände nach mir ausstrecken. Was immer sie auch will. Oder nach denen, die ihr liebt. Nun. Wollt ihr Angroschmine opfern für den Sieg? Nein, ich kann sie nicht opfern. Aber ich kann diese Dämonenbündler auch nicht gewinnen lassen. Dann wird es einen weiteren Ausweg geben. Nur Mut, Abelmir. Die Hoffnung nicht verlieren. Ich glaube, das ist das Wichtigste in der jetzigen Situation. Wir können das Ganze gewinnen. Ja. Aber es hängt alles an einem dünnen Faden. Nun, tut es das nicht immer. Ja. Bloß manche Fäden sind noch dünner. Nun, aber aus den dünnsten Fäden werden die feinsten Stoffe gewoben. Und dieser Stoff, der Geschichte schreiben wird, wird ein ganz besonders feiner. Wisst ihr, was man aus ganz dünnen Stoffen ineinander verwebt? Gute Strecke. Das war fast ein Zwergenwitz, aber mir. Ja, ihr färbt fürchterlich auf mich ab, fürchte ich. Nun, ihr auch auf mich. Denke, das ist zu unserem beidseitigen Vorteil, nicht wahr? Wer weiß, wer weiß. Aber nun lasse ich euch mal wieder. Ich habe noch einiges vorzubereiten. Ja, ich muss noch etwas nachdenken. Einige Zeit später kann Serpentilio zu Zulamin gehen. Bitte, Anja. Serpentilio, ist das jetzt wichtig? Ihr wirkt jetzt, sagen wir, verstimmt den Tag über. Was meint ihr? Bin nicht sicher. Ich hatte nur das Gefühl, die Ereignisse des Tages hatten einen gewissen Effekt auf euch. Es war ein anstrengender Tag, ja. Aber bitte, setzt euch doch. Der Serpentier zieht sich einen Stuhl heraus, setzt sich hin und hängt aus einer offenen Flasche ein, irgendwo an der Seite des Tisches steht. Es ist euch trotzdem nicht üblich, mit Rafim so sprechen wie am Strand. Wollt ihr wissen, wie das Gespräch gelaufen ist, oder worauf wollt ihr hinaus? Nicht zwangsweise. Ich will nur sicher gehen, dass keine Verwerfungen entstehen, von denen ich nicht weiß. Nun, er hat seinen Weg gewählt und ich denke, es würde uns in der Schlacht zum Vorteil gereichen, wenn Kor auf unserer Seite ist. Der Weg der Götter führt Leute oft von dem Diesseitigen fort. Aber das muss ich euch wohl nicht erklären. Das ist wahr. Bekommt euch nicht auch manchmal das Gefühl, dass all dies uns keinen Schritt weiterbringt, sondern nur in eine unausweichliche Falle, in die wir sehenden Auges hineinlaufen? Nun, die Alternative wäre, es einfach geschehen zu lassen. Sich Polygons Flotte nicht in den Weg zu stellen und zu sehen, was passiert. Und ich glaube nicht, dass das eine wirklich gute Alternative ist. Das sicherlich nicht, aber wer sagt, das wäre unbedingt dem Weg, der uns von einigen vorgezeichnet wird, beschreiten müssen.
Ich denke, wir haben durchaus die Wahl. Aber was wollt ihr mir sagen? Habt ihr einen besseren Vorschlag, als nach Vajat zu gehen? In der Zeit noch nicht. Ich wollte nur euch anempfehlen, was auch immer wir dort unten sehen oder hören oder herausfinden, einen offenen Geist zu wahren für die Kontextualisierung im Nachhinein. Mustert dich. So wie ich das sehe, ist all dies die eine oder andere Weise, ähnlicherweise, bereits passiert. So sagen zum Beispiel die Inschriften, dass es genau hier einen großen Kampf zwischen dem Folge der Mare und den Geschöpfen Charybdorots gegeben haben mag. Oder auch immer damals ihr Name gewesen sein mochte. Und ebenso haben wir bereits aus dem seltsamen Buch noch die weiteren Anklänge eines untergegangenen Reiches, das nicht dieses ist, vernommen. Würde Wetten eingehen, wenn wir an entsprechenden Strippen ziehen, bereiten sich ähnliche Geschichten aus. Es ist möglich, vielleicht nach synkretistischeren Ansätzen suchen soll. Ihr wisst schon. Ich glaube, ich war in der Vergangenheit schon sehr offen, sodass ich nicht einmal mehr die Geschichte, dass die Sultana der Seeschlangen einst eine echte Göttin gewesen sein könnte, rundheraus in den Wind schlagen würde. Aber gerade weiß ich tatsächlich nicht, was ihr von mir erwartet, Serpentilio. Lasst gut sein, Kapitän, ja? Ist nicht so wichtig. Wenn du dich zum Gehen wendest, sagt sie plötzlich: Augenblick. Macht ihr euch etwa Sorgen, dass ich es Rafim gleich tun könnte? Er legt den Kopf schief, stellt dann das Glas, das er noch in der Hand hatte, auf einer Kommode ab. Sagen wir, der Gedanke kam mir durchaus. Denn eine gewöhnliche Reaktion darauf, dass jemand sein Herz an eine unmenschliche Wesenheit verkauft hat, ist, sagen wir, mehr Bestürzung. Zumindest von den Vertrauten und Geliebten. Nun, es ist für mich persönlich schwer. Aber nun ja, ich verstehe es. Und genau das macht mir die Sorgen, Kapitania. Falls es euch beruhigt, ich habe in näherer Zukunft keine konkreten Pläne diesbezüglich. Hatte unser ansässiger Musselberg auch nicht vor heute Nachmittag. Nun gut, ich lasse es ja schon sein. Wie immer, Kapitän, ja? Ich bin nur hier, um zu dienen und zu warnen. Und da ruft die Pflicht nach euch. Danke, Serpentilio. Ihr seid wie immer eine große Stütze. Zum Schluss. Und wenn er die Tür hinter sich zuzieht, dann keinen Moment länger. Gefechtsrollen einnehmen! Kapitana! Glocken fangen an zu klirren. Ja, Sulamin stürmt an Deck. Was ist los? Da ist dieser Nebel. Die Sonne ist untergegangen und dann war da dieser Nebel. Seht! Dort auf dem Wasser! Boah, ich sehe mir das Ganze mal an. Und du kannst, und ihr alle könnt erkennen, wie sich aus dem Nebel langsam zwei leuchtende grüne Schiffe nach vorne schieben. Die Sonne ist untergegangen und ihr könnt sie erblicken. Ihr könnt die Namen auf ihnen lesen und ihr seht die Besatzung an Bord. Die Reichsforst und die Eisenwald. Und an Deck seht ihr Rondrianer.